Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Ollis Abendshow. Frisch, anders, unverbraucht. Am 8. und 9. September 2007 zeigten junge Künstler ihre Arbeiten im Vereinshus Neuenburg. Einer der Höhepunkte war sicher die Lesung des Autoren Falk Le Floch aus Oldenburg. Diese Lesung hören Sie jetzt in ungekürzter Fassung in den nächsten 55 Minuten. Anschließend ein Interview mit Falk Le Floch. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Da hätte ich noch zwei Gedichte, die sind auch ganz kurz. Ich mache es auch ganz kurz. Das ist einfach nur, weil ich hatte die gestern und ich komme mir so unvollkommen vor, wenn ich die jetzt nicht doch noch kurz vorlesen würde, bevor ich dann zu einem kleinen Essay komme, mit dem ich euch ja doch in erster Linie wirklich unterhalten möchte. Aber das nächste Gedicht heißt Der mit dem Traum tanzt. Und es ist einfach nur, ja, eine Träumerei. Träume einen Traum, der von Sehnsucht zerrissen. Träume diesen mit dem Wissen, dass zu erfüllen er gar unmöglich ist. Und im Angesicht dieser Tatsachen, die diesen Traum noch träumenswerter machen, bleibt mir nur zu lachen und mir keine falschen Hoffnungen auszumachen. Denn der Traum bleibt nur ein Traum und hängt im Raum, wenn er sich nicht erfüllt, aber zur Glückseligkeit gilt, ihn wahr werden zu lassen, um neuen Mut zu fassen, um noch kühner zu träumen, sein Traumterritorium nicht einzuzäunen und es gewaltig zu übertreiben. Darüber zu schreiben, erlöst mich von dem Leiden eines unerfüllten Traumes, dessen Wahrwerdens ein Objekt ist meines Hoffens. Erfüllt sich kein Traum, verengt sich der Zaun und man ist kaum noch in der Lage zu träumen, aus Angst das Leben zu versauen. Moment, ich hänge noch gleich eins hinterher, weil das ist eigentlich, wenn mir jemand die Schau stehen. Ne? So, das nächste ist eigentlich nur ein kleines Gedicht, das aus Wortspielen besteht, also phonetische Wortspiele vom Klang her, und es heißt Wärme. Das war eigentlich nur dazu geschrieben, um meinem Deutschlehrer mal eins auszuwischen, weil er meinte, dass Sie hier Gedichte schreiben, das will ich erst mal sehen. Ich habe mir gedacht, so das, was du sonst so schreibst, das kannst du ihm ja nicht vorlegen. So, das ist ja viel zu untypisch. Das ist ja kein Gedicht in dem Sinne, sondern das sind einfach sich reibende Gedanken. Und deswegen habe ich mir aus Spaß dieses kleine Gedicht ausgedacht. So, und das heißt Wärme. Bett, Decke. Bedecke, Bett, Decke. Meine Seele, bedanke mich, bete, Bett, ducke mich, lebe, Bett, decke, bedecke mich, tröste, Bett, decke mich, heile, Bett, danke. Ja, das müsste man eigentlich mal lesen, weil ich glaube, ihr habt die Hälfte der Worte vielleicht im Sinn nicht so ganz, weil die klingen alle gleich, ich habe die extra so gewählt. Egal. So, und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss. Ich lese das gerne, dieses Stück lese ich echt gerne zum Ende vor, weil es ist immer so was zum Schmunzeln. So. Das heißt, Qualität kommt von Quälen und ich möchte mich mit dieser These in diesem kleinen Essay auseinandersetzen und mache das durch Beobachtung meines eigenen Lebens. Also hört es euch an. Qualität kommt von Quälen. Mit diesem Gedanken wurde ich schon des Öfteren konfrontiert und er fiel mir auch sofort wieder ein, als ich gemütlich auf meiner Decke im Schlossgarten saß und zwei Joggerinnen beobachtete, die mit ihren farblich abgestimmten Sportdress eher wie zwei hoppelnde Häschen aussahen, denn zwei sich quälenden Sportlerinnen. Qualität kommt von Quälen. Bedeutet, ich muss mich quälen, wenn ich Qualität haben möchte? Oder anders gefragt, um qualitativ hochwertig zu sein, muss man sich quälen? Geht es um den körperlichen Einsatz, dann kann ich dem auch nur bedingt zustimmen. Als ich aufstand und ins Bad vor den Spiegel trat, den Gedanken noch im Kopf, zu meiner Zahnbürste griff, fiel mir doch ein, dass ich mich doch auch quälen müsste, um die Qualität meiner Zähne zu steigern. Und es bereitet mir keine Qual, die Zähne zu putzen. Leider entging mir ein grundlegendes Detail, der Verfall. Ich putze meine Zähne nicht, um deren Qualität zu steigern, sondern um deren Qualität zu erhalten. Somit konnte ich die These weder bestätigen noch dementieren. Vielleicht bedarf es eines anderen Vergleiches. Bei der näheren Betrachtung meines Körpers fiel mir auf, dass ich mich doch eventuell mehr quälen könnte. Sport ist unangenehm. Das hatte ich im Laufe meines Lebens einsehen müssen. Nicht, dass ich es nicht schon wusste.
Aber man gesteht sich so selten ein, dass man einfach faul ist und die Körpermitte spricht Bände. Also steigere ich meine Qualität, indem ich Sport treibe. Interessant. Aber gibt es nicht auch Frauen, die etwas beleibtere Männer mögen und Qualität somit anders definieren? Vielleicht ist Qualität relativ oder man hat eine besondere Begabung, dass einem auch Qualität ohne Qualen von der Hand geht. Ich spuckte die flüssig gewordene Zahnpasta ins Waschbecken und spülte meinen Mund aus. Nun waren meine Gedanken schon bei meinem Körper. Andere Menschen können ihr Genital oder ihre Zehen nicht mehr sehen. Ich weiß wenigstens noch, dass ich ein Mann bin und Schuhgröße 42 besitze. Ein Faktum, denn ich habe es ständig vor Augen. Mit dem Rasierschaum in der einen und dem Einwegrasierer in der anderen Hand machte ich mich daran, mein Gesicht zu rasieren. Qualität kommt von quer. Ja, immer noch. Ich werde den Gedanken nicht los. Den Flo hatte mir einst mein Deutschlehrer in den Kopf gesetzt. Aber das hatte etwas mit minderer Qualität meiner Hausarbeiten oder der Klausuren zu tun. Aber kann man das auch auf Sex beziehen? Eine gewisse Qualität schreibt sich doch jeder zu. Aber gequält fühle ich mich nicht, während oder nachdem ich diesen Akt vollziehe. Verdammt, ich stand vor einem Dilemma. Entweder war das Beispiel schlecht gewählt, oder ich musste mir eingestehen, dass meine Qualitäten so erschreckend gering waren, da ich keine Qualen verspürte. Es bestand immer noch die Möglichkeit, dass mein Deutschlehrer sich geirrt hat oder auch die Etymologie längst überholt war. Vielleicht ist es ein Privileg der guten, sich quälenden Männer, sich nach dem Akt zur Seite zu drehen und einzuschlafen. Womöglich können sie es sogar. Denn wenn sie wirklich gut waren, dann meckert die Frau doch auch nicht. Und wenn, dann müsste die Frau doch auch gequält sein, wenn sie gut war. Ja, das ist es. Qualität kommt von Quälen. Vielleicht hatte ich noch nie qualvollen Sex. Sadomaso. Das hat bestimmt Qualität. Da kommen viele Qualen drin vor. Wenn man sich tätowieren oder piercen lässt, dann quält man sich doch auch, um seine Qualität zu steigern. Vielleicht wollen andere Menschen auch einfach nur sehen, wie sich jemand quält, um sagen zu können, der hält was aus. Der hat meinen Respekt. Vielleicht ergötzen sich die Menschen auch gerne an den Qualen anderer und bestimmen somit deren Qualität. Eigentlich dumm, denn man leidet ja selbst. Und kann seine Qualen doch selbst am besten bestimmen. Geistesabwesend schnitt ich mich beim Rasieren am Kinn. Der Schnitt fing sofort an zu bluten. Qualität kommt von Quälen, dachte ich, und sprach meinem Gesicht heute Qualität zu. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Ich meine, ich stehe immer gerne im Mittelpunkt. Ich möchte mich ganz herzlich einmal bei Thorsten Soltau bedanken, der das hier möglich gemacht hat. Und Philipp? Ja, steht da. Ach so, sorry. Oh, tut mir leid. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und vielen Dank, dass dieses Mikro hier liegt. Das ist cool. Und ich bin sprachlos, das war einfach cool. Das war Deluxe. Und deswegen werde ich mich jetzt auch zurückziehen und mir vielleicht noch einen Kaffee klinken und schön zufrieden lächelnd auf dem Stuhl zusammensinken. Schönen Tag noch. Sie hören Ollis Abendshow jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat hier auf O1. Ollis Abendshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.